Der exklusivste Sprinter der Welt. Zwei Schiebetüren, kannst direkt durchlaufen. Willkommen beim Eiermann. Heckklappe statt Hecktür. Die super fette Dachklima. Natürlich Automatik. Könnte ihn einer gebrauchen? Oh, das ist die Camperbasis. Und mein persönliches Highlight. Die seltenste Anlage überhaupt. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Video. So zwischen Tür und Angel tatsächlich. Die Woche ist sehr stressig. Die ist sehr stressig. Ihr seht am Titel, ich habe ein bisschen was abzugeben und ich habe so eine kleine Reise vor mir. Normalerweise ist der Freitag immer so der Tag für Lost Places, aber ich bin ehrlich, die Videos, die ich auf dem Rechner habe, die will ich noch nicht veröffentlichen und jetzt noch was zu drehen, schaffe ich tatsächlich nicht mehr. Weil es geht mit diesem wundervollen Auto endlich mal auf eine kleine Reise. Da war ein bisschen Lachen bei mir drin. Ich habe das Auto ja vor 2-3 Jahren gebaut und letztendlich kam es nie dazu, dass ich wirklich mir mal die Zeit genommen habe, um irgendwo hinzufahren. Ich meine, ich mache YouTube seit 7 Jahren und ich habe in den 7 Jahren keinen wirklichen Urlaub gehabt. Ich war einmal in Schweden damit kurz, ja, für eine Woche, aber so einen richtigen Roadtrip hat das Ding halt nicht erlebt. Deswegen wird das jetzt hier nachgeholt. Bedeutet also, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon auf dem Weg in Richtung, wo geht's denn eigentlich hin? Wie fahren wir denn? Jetzt muss ich überlegen. Wir starten hier im Ruhrgebiet, fahren runter Richtung Saarland, von Saarland nach Frankreich, von Frankreich nach Italien, von Italien in die Schweiz und von der Schweiz aus nach Österreich und das Endziel ist dann Wien. Meine zweite Heimat und ich habe tatsächlich irgendwie gar nicht so Bock dazu zu tun, auch wenn ich gerade ein bisschen Euphorie zeige, aber das ist natürlich mit so einem Auto. Ich bin ehrlich, das ist ein wunderbarer Camper. Ich meine, ihr kennt das Ding, ne? Das ist wirklich ein super geiles Auto, da ist unfassbar viel Arbeitsstunde reingeflossen und so, da gibt es so ein paar Wehwehchen. Wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Keine Klimaanlage serienmäßig, 130 PS und Schaltwagen. Kein Spurhalteassistent, gar nichts. Ich meine, wir sind so ein bisschen verwöhnt und das ist auch ein bisschen Luxus. Aber diese fehlenden PS werden bei mir tatsächlich nicht durch Wahnsinn ergänzt, weil du echt Passagen fahren musst, die anstrengend sind. Und wenn du bergauf nur 80, 90 fährst, weil das Ding halt einfach nicht mehr kann, dann stelle ich mir das schon ein bisschen stressiger vor. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr wisst, ich ziehe das einfach durch. Man kann nicht vorher sagen, nee, mache ich nicht, sondern ich ziehe das jetzt einfach durch mit dem Ding und dann werden so auch die ein oder anderen Videos von der Tour entstehen und vielleicht auch schon zwischendurch geschnitten, wobei ich halt vom Equipment her auch sehr gering bestückt sein werde bei dieser Reise. Weil gerade so Ecke Frankreich, ne, ist ja auch mal gerne gang und gäbe, dass man mal so eine Scheibe aufbricht oder eine Tür aufhebelt und dann ist plötzlich das ganze Equipment futsch. Ist ja tatsächlich auch bei den ein oder anderen YouTuber schon passiert und deswegen möchte ich da so ein bisschen vorsorgen und werde halt ein relativ geringes Equipment Zeugs mitnehmen. Ich habe auch gestern schon gegoogelt an irgendwelchen Selbstverteidigungswaffen, weil da gibt es ja die wildesten Tricks, die sich Leute einfallen lassen, um irgendwie an deine Wertsachen zu kommen und ich hoffe, dass wir davon einfach nicht betroffen sind und eine coole Zeit in der Hinsicht haben. Ja, genau. Ihr seht, das ist noch ein bisschen Arbeit. Ich meine, das ist ein ausgebauter Camper. Der ist aber tatsächlich, auch wenn er optisch so aussieht, nie wirklich fertig geworden. Es gibt immer noch so ein paar Baustellen, die habe ich nie weiter bearbeitet, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Auto gebaut habe, stand der Plan schon, wann wir letztendlich nach Schweden fahren. Und dann war das wirklich über Nacht noch so die letzten Dinger zusammenbasteln und dann sind wir losgerollt. Also es gibt definitiv noch so ein paar Dinge zu optimieren. Diese komische, ominöse Schiebetür hier, die klappert. Da muss man nochmal ran, da ist irgendwie was nicht richtig. Vielleicht muss man die auch einfach nur einstellen. Muff, ist hier auch drin. Elektronisch muss noch so ein bisschen was geupdatet werden. Vielleicht lasse ich mir auch mal für die Seitenscheiben nochmal irgendwie so eine Art Panzerung einfallen. Ich bin mir noch nicht sicher, auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Neues Radio muss noch rein, weil dieses ominöse China-Radio mich tatsächlich übelst abfuckt und irgendwie da gar kein Sound rauskommt. Und wenn ich überlege, ich fahre einen Vito und habe da besseren Sound drin wie hier, da könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Musik ist so wirklich das A und O und Kommunikation und wenn das nicht passt, das muss noch getauscht werden. Deswegen nachher über Kleinanzeigen nochmal ein Radio kaufen, das einbauen. Seitenscheiben vermutlich tauschen, ja. Videoüberwachungstechnik an dem Fahrzeug anbringen war auch eine Idee. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe eine passende Kühlbox gefunden, Leute. Die passt genau in dieses Fach hier rein. Das hat super lange gedauert. Die kommt von Obelink, das ist ein Campingstore in Holland. Jetzt habe ich halt auf diese Kühlbox, Frostbox, nicht mehr genau zwischen den Sitzen stehen wie vorher, was natürlich den Vorteil hat, dass du während der Fahrt mal eben was zu trinken nehmen kannst. Aber im Grunde war dieses Fach halt dafür ausgelegt. Und das ist ganz cool. Das Ding passt da genau rein. Und damit ist das auch schon mal fast erledigt. Aber die ist noch nicht angeschlossen. Da hinten, das könnt ihr nicht sehen. Da vielleicht gibt es auf jeden Fall eine Steckverbindung. Bin mir aber nicht sicher, ob ich diese Steckdose da hinten jemals aufgelegt habe. Also da muss ich auch noch mal ran, damit das Ding hier halt auch einfach mit Strom befeuert wird. Sonst macht die Box hier auch keinen Sinn.
Dann komme ich noch zu meinem letzten Video. Audi Q7 steht immer noch auseinandergebaut hier und ich danke euch für sehr viele Kommentare. Ich habe die noch nicht alle durchgelesen, aber da waren viele coole Ansätze dabei, wobei ich jetzt hier zwischendurch nochmal kontrolliert habe. Die Viecher sind tatsächlich weg. Also ich habe da wirklich einen Liter von diesem Essig-Essenz-Zeug reingehauen und da kam bisher nichts wieder und der Muff ist auch erstmal weg. Aber wenn ich wieder da bin, werde ich die Heckstoßstange auseinanderbauen. Ich meine, vielleicht hat zwischenzeitlich der Flo Bock oder der Michael, weil die werden ja hier weiterhin an der Halle werkeln. Also wenn ihr mich besuchen wollt und das passiert ja tatsächlich teilweise, dann werdet ihr mich hier nicht vorfinden, weil ich gerade unterwegs bin. Aber ja, der Flo und der Michael, die werden dann hier sein. Genau, das mache ich aber dann danach, glaube ich, denke ich, weil ihr wollt ja auch wissen, was ist die Lösung und vielleicht liegt ja tatsächlich irgendwie ein Tier hinter dieser ominösen Stoßstange. Ja. Yeah. Soweit von mir. Wenn ihr also genau den Reisefortschritt sehen wollt, müsst ihr mir auf Instagram folgen. Da werde ich sicherlich so die ein oder andere Story posten. Also ich werde jetzt nicht dauerhaft die Kamera auspacken, weil ich einfach mal so ein bisschen auch die Zeit mit meinen Freunden genießen möchte. Aber da wird sicherlich das ein oder andere Video entstehen und die ein oder andere lustige Story auch auf Instagram gepostet. Was wollte ich noch sagen? Ich habe ein Auto draußen stehen und das finde ich ganz spannend. Habe lange überlegt, mache ich darüber jetzt ein Video oder nicht. Aber ich kriege oft Fragen von euch, wo ich solche Fahrzeuge kaufe und ob ich irgendwas abzugeben habe. Und jetzt gerade ist was abzugeben und das Ding ist so exklusiv, dass ich mir denke, das ist ein Video wert, weil es ist nicht der klassische Sprinter, wie man den kennt. Der hat ein paar geile Features. Also ab nach draußen. Wieder hell und wieder heiß. Der Zuschauer, der schon lange dabei ist, wird dieses Auto vielleicht kennen. Ich zeige es euch, dann pausiert ihr das Video und schreibt es in die Kommentare. Ta 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 ta. Jetzt denkt ihr euch so ehrlich, der will uns jetzt einfach einen random Sprinter zeigen mit einer roten Bauchbinde. Ja, möchte ich. Leute, dieser wundervolle Sprinter hat die Länge 1 und Höhe 1. Das ist schon mal selten und eigentlich auch scheiße. Ich verstehe nicht, warum man solche Autos kauft. Grundsätzlich, wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, bei Mercedes vor der Tür stehe und sage, ich hätte gern Sprinter, würde ich niemals auf die Idee kommen, die Länge 1 zu nehmen, weil ich mir halt einfach denke, dann kannst du auch ein Vito fahren. In dem Fall kommt das Fahrzeug aber von der Feuerwehr Berlin, die die Dinger als Notarztfahrzeuge nutzen. Und genau dieses Argument hatte die Berliner Feuerwehr wahrscheinlich auch. Die suchten eine Basis auf Größe eines normalen Vans, eines Vitos, was aber ein bisschen höher ist und womit man perfekt in der Innenstadt rangieren kann. Und deswegen ist die Klappe 1, jetzt habe ich schon verraten, die Länge 1 geworden mit einer Heckklappe. Das ist nämlich schon das erste wilde Feature an diesem Auto. Es gibt keine Hecktüren, es gibt eine Heckklappe. Ich würde zwar sagen, dass Hecktüren immer besser sind, wenn du keine Kapazität in Sachen Parkplatzlücke hast. In dem Fall hat man sich gedacht, exklusive Sonderausstattung, Leute. Sieht ein bisschen aus wie ein Eierwagen. Es ist aber eine Heckklappe, die schwer ist. Scheiße, passt das? Ah, nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ich lehne die einfach mal hier an, das passt schon. Die haben die zwei Hecktüren einfach zusammengeschweißt, ordentlich verspachtelt, eine coole Abdeckung draufgesetzt, aus so einer Art Plexiglas gefräst. Sieht sehr edel aus, schön die blauen Knöpfchen drauf. Und im Grunde kann man jetzt schon erahnen, wer der Hersteller ist. Binz. Binz hat das Ding gebaut, deswegen ist auch alles so ein bisschen blau abgesetzt. Genau, zusammengesetzte Heckklappe sieht aus wie eine Hecktür. Die Scharniere, die normalerweise hier setzen für die 180, 270 Grad Winkel, die hat man einfach zugemacht. Das ist jetzt nicht die professionellste Lösung. Aber Löcher müssen zu, weil letztendlich jetzt hier unfassbar dicke, schwere Dämpfer sitzen, die die Heckklappe auf- und zumachen. Das ist so ein Highlight. Weiß nicht, ob man das geil finden soll oder nicht. Und deswegen habe ich an euch gedacht, weil ihr auch oft fragt, hast du nicht irgendwelche Basisfahrzeuge für einen Camper? Finde ich die Lösung als Camperfahrzeug sehr geil, weil du könntest jetzt ja hier den bisschen Klett dran setzen und dann könntest du am Heck so eine Art Vorzelt bauen. Ja, das ist schon ganz cool. Genau, natürlich könnt ihr auch vier Hunde mitnehmen, Leute. Warum sind die Hundeboxen drin? Warum hat er auch eine normale rote Bauchbinde und keine Tagesleuchtrote? Weil das Fahrzeug bei uns eingesetzt wurde als Filmnotarztfahrzeug, beziehungsweise auch als mobile Corona-Teststation, als es noch in diesem Zeitpunkt relevant war und anschließend dann das Ding an den Tierrettungsdienst ging als rein Tierkrankentransporter. Also hat man den Ausbau hinten rausgesetzt, das ist ja alles modular, hat dann einfach vier Boxen reingebaut, aber ja, auch hier, der Tierrettungseinsatz war zwar ein nettes Gimmick, aber tatsächlich hat es nicht so ganz funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, weil halt einfach die Zeit gefehlt hat. Man hat wieder Gedanken gehabt im Kopf, das kann man so umsetzen, das ist gut, aber du musst halt auch Personal haben, um so ein Ding zu besetzen und daran hat es halt so ein bisschen gescheitert. Deswegen steht er jetzt hier, für einen Film wird er nicht mehr eingesetzt, einen Film NEF haben wir schon, die Tierrettungsgeschichte ist dann theoretisch auch raus und somit wäre das Ding abzugeben. Und ich glaube, schreibt es gerne in die Kommentare, das ist so das ein oder andere Ding sicherlich für euch. Dann machen wir mal die Klappe wieder zu, ne? Ach du Scheiße, die kriegst du gar nicht zu. Ja, die Dämpfer, die sind geil wie beim Bus von Terranger.
Das ist so wild, ne? Ich finde das so richtig wild. Erste Besonderheit, Länge 1. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Zweite Besonderheit ist die Heckklappe. Jetzt kommt die dritte Besonderheit. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Warum ist hier eine Schiebetür? Ja, weil man die aufmachen kann im Grunde. Aber beim Sprinter auch wieder so ein ganz, ganz, ganz seltenes Feature. Schiebetür auf der Fahrerseite. Und damit es nicht langweilig wird, natürlich auch auf der Beifahrerseite. Ist das geil? Das ist eine Ausstattungslinie, die ist tatsächlich sehr selten. Macht man eigentlich gar nicht, dass man auf der Fahrerseite eine Schiebetür hat, aber in dem Fall war es, glaube ich, bei der Ausschreibung von der Berliner Feuerwehr denen relevant, dass das Fahrzeug multifunktional nutzbar ist. Der Ausbau, der jetzt hier rausgekommen ist, erinnert ihr euch vielleicht an dem letzten Video dran, war mit einer Schiene befestigt, die konntest du dann so eine Schraube lösen und den Ausbau raussetzen. Die haben den nämlich nicht nur als NRF genutzt, sondern auch mal als ELW. Das heißt, der Ausbau kann raus, dieser NRF-Ausbau raus und dann der ELW-Ausbau. Und aufgrund der Flexibilität mit Heckklappe, beidseitig Schiebetüren, bist du halt mit so einem super kompakten Länge 1 Sprinter in jede Art, in jede erdenkliche Art der Parklücke oder in jedes erdenkliche Einsatzszenario reingekommen. Zwei richtig, richtig coole Sitze sind in die andere Richtung gedreht. Die sind auch nicht drehbar, die sind tatsächlich fest, aber die könnte man theoretisch rausnehmen. Ja, der Boden ist halt auch sehr geil. Ne? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Material ist. Das könnte so ein Zwei-Komponenten-Harz sein, beziehungsweise ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen. Haben die diese Matte mit einem Heißluftföhn angeföhnt? Also das ist auch, das finde ich, ich finde das immer super geil, ne? Das ist komplett korrosionsgeschützt. Das sieht optisch jetzt ein bisschen komisch aus, also mit dem gesprenkelten Look. Aber im Grunde ist das halt das Sicherste für den Unterboden. Also, zwei Schiebetüren, eine Heckklappe, Länge 1 und jetzt guckt mal ein bisschen weiter weg. Noch ein Feature, siehst du auch eigentlich schon von innen. Super teuer im Aufpreis ist diese Dachklimaanlage. Finde ich tatsächlich ein bisschen krass oversized für dieses kurze Fahrgestell, aber die hat halt Leistung wie Sau. Die Karre hat ja grundsätzlich eine PKW-Ausstattung, auch wieder so ein seltenes Feature. PKW-Sitze, Rücksitze haben so eine Kunststoffbeschichtung. Gibt es tatsächlich nur, wenn du einen Sprinter hast in der PKW-Version, in der PKW-Ausstattung, weil sonst hättest du ja hier eine Trennwand vor und dann wäre die Rückseite halt einfach ganz normaler, popliger, billiger Filzstoff. In dem Fall die hochwertigen, geilen Sitze drin. Wie gesagt, PKW-Ausstattung, Dachhimmel komplett drin, auch beim Sprinter komisch, selten, eigentlich gar nicht, gebraucht, so gut wie auch gar nicht zu bekommen. Weil es halt im Grunde nie einer hat, diese Van-Ausstattung. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ein richtig, richtig, richtig cooles Auto. Elektronisch natürlich so die klassischen Funktionen eines Einsatzfahrzeugs. Du steckst hier deinen D-Verstecker drauf, das Ding wird geladen. Zwei von den FI-Schutzschaltern, hier unten gibt es einen super fetten Stromwandler, auf der anderen Seite gibt es nochmal ein Ladegerät. 12 Volt, 24 Volt, Bordnetz, alles, was das Herz begehrt, Leute. Und das geht weiter, das ist noch nicht alles. Der wichtigste Platz im Auto, der muss gut aussehen. Facelift-Lenkrad ist drin, mit Multifunktion, zwar noch kleines Kombi-Instrument, du kriegst ja auch noch Kombi-Instrument Highline, in dem Fall ist es halt ein Standard-Kombi-Instrument, aber die Multifunktionsgeschichte ist gekoppelt mit diesem unfassbar tollen, geilen Radio hier. Klimaanlage vorne, Klimaanlage hinten und mein absolutes Highlight bei dem Ding, Automatik. Finde ich mega. Also das ist ein Kaufgrund. Mit den 1.016.430 Staus, die du täglich überwinden musst, macht es super Sinn, sich einen Automatikwagen zu kaufen. Ich habe mir für den Alltag, für die reine Logistik ja auch ein Vito gekauft. Das Ding ist aber ein Schaltwagen. Und ich schwöre euch, so war ich hier sitze, ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn du irgendwo in Stau kommst, dir schläft der Fuß ein, weil du andauernd die Kupplung treten musst. Das ist also echt ein Ding, wo ich sage, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ich würde den auch eigentlich gar nicht abgeben wollen und würde den selber nutzen, aber ich habe ja einen wundervollen Camper. Ist zwar ein Schaltwagen, aber jetzt irgendwas umzubauen, macht natürlich keinen Sinn. Ja. Dachhimmel, wie gesagt, Stoff, richtiger Stoff, nicht so ein Filzzeug, sondern es ist der edle, geile Stoffhimmel von Mercedes-Benz. Airbag hat er hier oben auch drin, genau. Ist auch nicht so die klassische Ausstattung. Die Seiten-Airbags links, rechts, Sitz-Airbags hat er auch. Und tatsächlich ein Beifahrer-Airbag. Ist auch nicht Standard beim Sprinter. Des Sprinters. Ich finde das so krass, ne, Leute, was das für ein Unterschied ist. Ne? Bei mir habe ich ein Fahrer-Airbag und dann ist das Ding gelaufen. Hier hast du Sitz-Airbags, du hast ein Holm-Airbag dabei, du hast ein Beifahrer-Airbag, du hast zwei Einzelsitze mit einer coolen Konsole dazwischen. Ja, das ist schon, ich finde das geil, ne? Ich finde das richtig, 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 richtig cool. Jetzt müssen wir den Schlüssel hier rauskramen. Noch ein Special. Ein Special habe ich noch. Ein Special habe ich noch. Starte mal den Hobel hier. Vorglühen. Ja.
Also ich mag das Motorgeräusch nicht, weil es ist ein 130 PS Motor. Ich höre es sofort. Das Ding hat aber komischerweise mehr Leistung wie mein Fass. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich hat er einfach ein bisschen mehr Service gesehen. Auch mit der Laufleistung von 284.121 Kilometern. Fährt gut, ist kompakt und wendig und hat noch ein Highlight. Ein Highlight habe ich noch. Nee, warte. Der hat zwei Anlagen oben drauf. Die haben wir in einem Video mal umgebaut. Serienmäßig kamen die Dinger in Berlin, glaube ich, mit so einer DBS 2-3000er Anlage, entweder Doppelblitz oder LED, und hinten einer einzelnen Kennleuchte Movia D-LED. Ja, die alte Version. Und wir haben umgebaut auf zwei DBS 4000 in Blau für die Film- und Fernsehproduktion. Dann sollte das Ding aber als Tierrettungsfahrzeug laufen und wir haben gesagt, pass auf, das macht keinen Sinn, die Dinger jetzt abzunehmen, weil dann hast du wieder Löcher im Dach und so weiter und so fort. Wir bauen die Dinger um. Deswegen gibt es jetzt klare Hauben. Ah. Und der Profi-Zuschauer, der sich mit Blaulichtanlagen und Gelblichtanlagen beschäftigt, weiß, dass es da oben entweder eine umschaltbare Anlage ist oder die Module blau sind. Weil, wenn du eine gelbe Anlage hast und du die Hauben abnimmst, hast du weiße LEDs. Das ist anders wie bei der Blaulichtanlage. Bei einer Blaulichtanlage nimmst du die Haube ab und hast blaue LEDs. Bei einer Gelblichtanlage nimmst du die gelbe Haube ab und hast weiße LEDs. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will? Es ist eine weiße Anlage mit gelben Modulen. Das ist selten, das ist teuer und das ist sehr geil. Schaut es euch an. Eine Sonderlösung von Hensch. Das hat echt unglaublich viel Geld gekostet. Gelbe Module mit klarer Haube. Ja, die Frage ist nur, was macht man jetzt mit so einem Ding? Was macht man damit? Gibt es da jemanden, der dafür Verwendung hat? Ich habe mir gedacht, das ist als Video ganz spannend, weil das Ding muss halt echt definitiv hier weg. Wir haben da keine Verwendung mehr für. Im Grunde ziehst du dir einfach deine Folie hier runter, haust da ein bisschen Raptor drauf und dann hast du echt einen coolen Camper, der einen Zacken größer ist wie dieser Vito, der da im Hintergrund zu sehen ist. Der ist halt so ein bisschen höher. Und du kannst halt echt viel damit machen, oder man nutzt den als Werkstattwagen. Aber diese ganze Ausstattung mit der Dachklima und dem ganzen Schnick und Schnack, das ist schon fast viel zu schade zu sagen, man nutzt den als einfachen Handwerkerwagen. Das ist, ich finde, die Basis für einen Camper ist das schon fast die 10 von 10, wenn du diese Größe suchst. Genau, was gibt's noch zu sagen? Facelift-Umbau hat er gekriegt. Also jeder Wagen, jeder Sprinter, der hier bei mir auf dem Hof steht, kriegt immer das Facelift da drauf gebaut. Eine Komplettlackierung in Arktis-Weiß gab's mal direkt von einem Lackierer. Könnt ihr hier schön den Übergang sehen. Also die Einstiege hat man jetzt nicht mitgemacht. Da ist jetzt so, ich weiß nicht, ob die Kamera das... Ja, sieht vielleicht in der Kamera ein bisschen krass aus, aber das ist ein Creme-Weiß und das ist ein Arktis-Weißton. Hat man mal gemacht, um das alles aufzufrischen, weil als wir die Folie da runtergeruppt haben, das war halt einfach, das Auto war halt einfach auf. Das war matt, das war scheiße, das war hässlich und somit wurde das ganze Fahrzeug einmal rundherum neu lackiert. Ja. Finde ich geil. Finde ich richtig, richtig, richtig geil. Ja, Leute, das war's. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen dazu. Die auch nochmal zu die Seite. Also, jetzt ist die Frage, gibt es jemanden in der Community, der das Ding gebrauchen kann? Preislich? Stimmt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Das ist super schwer, dieses Fahrzeug irgendwie preislich in irgendeine Richtung zu schicken, weil dieses Ding halt echt super special ist. Ich sag mal, ein Standard-Sprinter, den kriegst du zwischen 8 und 14 tatsächlich, so mit einer Schiebetür vielleicht, aber auch jetzt nicht unbedingt in der PKW-Ausstattung. Die sind wahrscheinlich wieder ein bisschen teurer. Das Ding hat eine Heckklappe, das hat zwei Schiebetüren, das hat eine Dachklimaanlage, zwei umschaltbare Anlagen. Ich glaube, wir hatten mal so im Kopf 19,8, sind jetzt gerade so bei 15 gelandet und würden den vielleicht für ein bisschen weniger Geld abgeben. Aber ich finde, das Ding ist halt einfach die Kohle wert. Da sind BF-Reifen drauf, die sind tatsächlich sogar eingetragen, auch für diesen Sprinter. Also im Grunde ist das cool. Habt ihr eine Idee, Leute? Braucht ihr dieses Fahrzeug? Schaut in die Videobeschreibung. So, und ich würde sagen, das war's mit dem kleinen, aber feinen Update-Video zum Freitag. Mist Freitag, nicht Mist Mittwoch. Ich, wie gesagt, wollte eigentlich heute mal wieder ein kleines Lost Place raushauen, aber ich schaff's tatsächlich nicht. Morgen, beziehungsweise später, eigentlich geht schon die Reise los und ich habe echt noch ein bisschen was zu tun, aber ich habe mir gedacht, hey, ich bin da für euch. Na, für meine Community, damit ihr heute wenigstens ein Video habt. Nächste Woche Mittwoch gibt's, glaube ich, schon ein bisschen was über die Flughafenfeuerwehr. Und nächsten Freitag hoffe ich, dass ich ein Video von der Reise zum Thema Lost Place für euch hochladen kann, wenn ich nicht überfallen werde oder mir mein ganzes Equipment gestohlen wird. Auf dieser Seite könnt ihr den Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Ich würde sagen, es geht weiter jetzt. Jetzt wird's wild. Jetzt wird noch ein bisschen was optimiert, damit das Ding halt auch hoffentlich die Reise überlebt. Bis bald. Tschüss.